Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heuchelaar und ich bin wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute über ein Thema sprechen, das gestern Abend noch aufgekommen ist. Blizzard hat angekündigt, dass das bereits mit einem Release-Datum versehene Add-on verschoben wird. Tatsächlich heißt Shadowlands wird nicht wie angekündigt am 27. Oktober, beziehungsweise im EU-Bereich dann am 28. Das geht ja immer quasi in der Nacht rauskommen, sondern später. Es wurde noch kein Termin genannt und da können wir jetzt einmal uns den Blue Post anschauen. Hier hat Blizzard zuerst im englischen Forum bzw. US-Forum einen Blue Post veröffentlicht und hier steht quasi mit dabei, dass sie das Add-on quasi delayen, also ein bisschen nach hinten rauszögern und dementsprechend das Ganze noch dieses Jahr rauskommt, heißt spätestens am 31.12. sollten wir das Addon kriegen, solange sie das einhalten. Und was eine wichtige Information ist, dafür kriegen wir jetzt einen fixen Termin für den Pre-Patch, das ist der 13. Oktober. 13. Oktober, auch wieder hier haben wir einen Dienstag. Und dementsprechend bei uns wird es dann wahrscheinlich der Mittwoch wieder sein, also der 14., wo wir den Pre-Patch kriegen. Jetzt wissen wir, wann wir den Pre-Patch haben, wir wissen aber nicht, wann wir quasi das Add-on kriegen. Es haben ja schon viele Leute spekuliert, dass Blizzard das Ganze nicht fertig bekommt, bis der Termin steht, also bis quasi hier zum 27. der Termin, den sie ursprünglich ausgegeben hat. Ich bin ja selber persönlich nicht in der Beta mit dabei, deswegen kann ich da selbst aus Einschätzung nicht viel beitragen, aber ich habe mich halt so ein bisschen am Rande informiert, was viele sagen, die in der Beta aktiv sind, und eigentlich war so einhellig die Meinung, die mir entgegengeschwungen ist: Oh, das buggt noch, das funktioniert nicht, das System ist nicht ausgereift. Und ich muss sagen, ich war dafür auf dem PTR unterwegs und auch auf dem PTR hatte ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass vieles nicht funktioniert hat. Jetzt haben viele spekuliert, okay, sie werden das Addon trotzdem rausdrücken, weil sie es die letzten Jahre immer so gemacht haben, dass sie einen fixen Termin haben und der wird auch eingehalten. Ich glaube, das letzte Mal, wo es eine Verschiebung gegeben hat, meine ich, war Burning Crusade. Da wurde ein bisschen was nach hinten verschoben. Seitdem haben sie das nicht mehr gemacht. Und jetzt ist halt auch Teil des Videos hier die Frage: Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht, dass es nach hinten verschoben wird? Ich kann euch mal meine Sicht so ein bisschen zu den Dingen erklären. Und zwar, ich muss sagen, ich bin auf der Pro-Seite, dass es verschoben wird. Lieber habe ich persönlich einen Addon, das ausgereift ist, wo möglichst wenig Bugs sind, wo die Systeme soweit gut überlegt sind, beziehungsweise gut zu Ende gedacht sind, als dass ich jetzt schnell ein Addon spielen kann, das sich dann aber nicht richtig anfühlt, das nicht flüssig ist, das dann erst wieder nachgepatcht wird, nachgepatcht, nachgepatcht. Viele sagen BFA das nach, dass das halt so ein Addon war. Bin ich jetzt mal noch vorsichtig in der Aussage. Ich fand BFA gar nicht so schlimm, wie manches behaupten am Anfang. Aber ihr müsst überlegen, wenn Blizzard BFA rausgehauen hat, mit dem Mindset, okay, sie denken, dass es richtig ist, und sie jetzt aber Shadowlands nicht an den Start bringen bei dem festen Termin, dann muss es ja in Anführungszeichen noch schlimmer als BFA um das Addon im aktuellen Stand bestellt sein, mit dem, wie weit der Entwicklungsstand ist. Deswegen bin ich ziemlich auf der Seite, dass ich sage, okay, lieber sie warten jetzt noch einen Monat, vielleicht 2 Monate oder ein paar Wochen auch nur, bis sie halt wirklich bereit sind, dass sie das Addon live bringen können. Das ist mein Standpunkt so ein bisschen. Ich kann aber auch einige Leute verstehen, die sagen, okay, ich will sofort das Addon spielen. Ich habe jetzt so lange drauf gewartet. Wir haben jetzt seit Januar, glaube ich, Patch 8.3 und seitdem eigentlich keinen neuen Content. Nicht jeder ist wie ich jemand, der ja, alles Mögliche sammelt und da auch immer noch Content zu fügen habe. Ich bin ja in All the Things eingestiegen und wenn ihr das Addon kennt, ihr wisst, ihr habt immer was zu tun. Also euch wird nicht langweilig, aber viele Leute interessiert ja sowas nicht und für die ist es halt eine sehr, sehr lange Durchstrecke. Also das kann ich schon verstehen. Gestern im Stream haben wir es auch schon ein bisschen diskutiert. Manche Leute haben natürlich ihren Urlaub schon gebucht, weil sie sich für das Addon Urlaub nehmen wollen, einfach um dann auch Zeit zu haben, quasi am Anfang durchzuziehen. Kann ich auch nachvollziehen. Wollte ich ursprünglich auch machen und für die ist das jetzt halt sehr ehrlich, sehr ärgerlich. Sie haben sich jetzt vielleicht mit Kollegen abgesprochen, das alles schon geplant und jetzt fällt das halt in quasi flach und dementsprechend kann man es vielleicht auch nicht mehr umdisponieren. Da kann ich verstehen, dass da viel Ärger da ist. Ich habe das zum Glück noch nicht gemacht, weil ich mit meiner Kollegin da immer noch so ein bisschen am Gucken war, wie wir es genau machen. Und für mich ist es wahrscheinlich jetzt sogar eher besser tatsächlich, weil ich mir da nicht mit den Kollegen so ganz in die
ins Gehege kommt, kommt jetzt natürlich darauf an, wann es rauskommt. Ne? Das weiß jetzt noch keiner. Und hier wollen wir dann auch gleich nochmal ein bisschen spekulieren, wann ihr denkt, dass das Add-on starten wird. Und zum anderen, um das jetzt noch kurz einzuwerfen, ich bin auch ganz froh aus der Sicht mit dem Sammeln, was ich gerade betreibe, weil es war jetzt so ein bisschen ein. Also, ich würde gerne noch ein paar Sachen vorm Add-on fertig kriegen, weil ich weiß ganz genau, wenn das Add-on rauskommt, dann sammle ich die alten Sachen nicht. Ne? Dann will man das neue spielen, dann will man sein Char gehen, in den neuen Raid gehen, solche Sachen. Ich denke mal, das kann der eine oder andere nachvollziehen. Und ich habe immer so ein Bedürfnis, dass ich was Sachen so. Ja, dass ich die fertig bekomme. Und ich würde das ganz gerne noch vorm Add-on fertig kriegen. Kriege ich wahrscheinlich trotzdem nicht fertig, aber vielleicht schaffe ich noch ein bisschen mehr. Und das ist so ein persönliches Ding noch, dass ich mir sage, okay, ich bin jetzt zwar schon hyped aufs Add-on, aber. Ich hätte gerne das andere vorher noch abgeschlossen und dann so clean ins Add-on reinzustarten. Genau. Jetzt wollen wir aber noch spekulieren, wann das Add-on jetzt wirklich rauskommen könnte. Und dazu habe ich mir jetzt mal noch eine zweite Sache rausgesucht. WoW Head, die haben da ganz gute Recherchearbeit geleistet. Und jetzt gucke ich mal, dass wir das ein bisschen. Warte, dass wir das ein bisschen rüberdingsen können. Wir brauchen nämlich nur die hier die Daten. Und ihr seht, sie haben hier raus recherchiert, wann welcher Pre-Patch kam, beziehungsweise wann die Expansion dann gelauncht wurde. Und dann hat man hier zum Beispiel eine Geschichte mit Burning Crusade lief 6 Wochen, Wrath of the Lich King lief 4 Wochen, Cutter lief 8 Wochen, MOP lief 4 Wochen und so weiter. Also ihr seht, unter 4 Wochen war eigentlich also kein Pre-Patch-Event. Heißt, das ist immer das Event, wo schon der Patch aufgespielt wird, wo eigentlich die ganzen Grundinhalte im Spiel sind. Man kann bloß noch nicht auf einen neuen Kontinent oder auf die neue Welt, aber die Inhalte hat man schon drin. Also wenn sich irgendwie Interface-Systeme ändern, wenn sich irgendwelche Level-Squishes, okay, das ist jetzt das erste Mal, aber Stat-Squish und sowas ergeben, das kam immer schon auch mit dem Pre-Patch und quasi dann der Go in die neuen Gebiete zu gehen, kommt dann erst mit Release. Und diese Zeit ist ja immer mit auch einem Pre-Event verbunden und dieses Pre-Event wollen wir uns jetzt mal ein bisschen hernehmen und zu so gucken, okay, wie lange kann das dauern, bis dann wirklich das Add-on kommt? Sie haben uns ja jetzt hier schon den fixen Termin gesetzt, hier haben wir es uns angeguckt, 13. Oktober, ich denke mal, den werden sie jetzt einhalten, also schätze ich mal. Und das ist hier der 13. Und wenn wir jetzt gucken, ne, über die letzten Jahre, es waren eigentlich im Schnitt 5 Wochen hätte ich jetzt mal gesagt. 4 waren es bei den allermeisten und dann haben wir ein paar, die 6 Wochen, 8 Wochen waren. Also 4 bis 8 Wochen ist eigentlich so der Korridor, wo wir uns bewegen. 4 Wochen waren anscheinend das, was am meisten aufgetreten ist. Deswegen war ich ursprünglich der Meinung, als das Add-on angekündigt wurde zum 27., dass relativ wahrscheinlich am 29. der Pre-Patch oder halt im EU-Bereich immer einen Tag später kommt, weil dann hat man genau die 1, 2, 3, 4 Wochen, ne, um schön da den Pre-Patch zu haben. Ich denke mal, das ist auch eine ganz gute Zeit, 4 Wochen, wenn ein Event ist, dann kann man eigentlich auch sich komplett alles angucken, hat genug Zeit reinzustarten, finde ich eine ganz gute Länge. Viel länger muss es nicht sein. Bei manchen Sachen hätte ich es mir gewünscht, dass es länger waren. Bei dem Legion Pre-Patch war es ganz cool, da konnte man sehr viel EP farmen. Und das war ein cooles Pre-Event. Sowas würde ich mir gern wieder wünschen. Und jetzt freue ich mich auch schon auf das Pre-Event hier zu Shadowlands. So, jetzt wollen wir uns aber überlegen, wie lang kann jetzt quasi das dauern, wenn wir am 13. den Release haben? Hätten wir am 13. den Release, also den Release vom Pre-Patch und am 27. wäre das Add-on rausgekommen, dann wären es nur 2 Wochen gewesen. Es wäre ein sehr, sehr kurzer Pre-Patch gewesen. Und da hatte ich so ein bisschen die Sorge, okay. Sie können es ja machen, ne? Sie müssen ja nicht bei ihren eigenen Regeln bleiben. Sie hätten ja auch sagen können, okay, wir machen nur 2 Wochen Pre-Patch, ist ja fein. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, okay, es gibt immer Sachen im Pre-Patch zu farmen, das war die vergangenen Jahre so, die man danach nicht mehr halten konnte oder erhalten konnte. Und da hatte ich so ein bisschen die Angst, oh, Kacke, wenn die jetzt vielleicht den Pre-Patch ursprünglicherweise 4 Wochen geplant hatten, jetzt aber aus Zeitgründen nur noch 2 Wochen machen, nicht, dass dann Sachen unter die Räder kommen und dass ich dann Sachen nicht kriegen kann, das wird mich ärgern, ne? Das ist zwar so ein bisschen eine sehr nischenhafte Denkweise, aber mich als Sammler wird das halt ärgern. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, bin ich deswegen auch froh, dass sie das nach hinten schieben, dass ich nicht diese dann immer den Hintergedanken habe, okay, shit, jetzt kriege ich das Zeug nicht mehr und hin und her. Aber jetzt lass uns mal überlegen, wie lange könnte das jetzt dauern? Sagen wir mal, wir haben die normalen 4 Wochen, dann würden wir 20., 27., 2 Wochen, dann 3. November, 10. November. Also ich würde behaupten, vor dem 10. November wird das Add-on nicht rauskommen.
Also, wenn wir jetzt diese 4 Wochen Regel nehmen. Ich schätze aber, dass sie sich länger Zeit nehmen werden, weil wenn Blizzard schon groß ankündigt, sie verschieben den Addon, ich denke mal, die Entscheidung ist nicht leicht gefallen. Die haben es wahrscheinlich bis zum Ende jetzt probiert, dass sie den Release, ja, das Release-Datum vom Shadowlands halten können und haben einfach gemerkt, okay, wir kommen nicht hin. Wenn sie jetzt gesagt haben, okay, die 2 Wochen, die es jetzt vielleicht dann länger wären, wenn wir jetzt nach der Rechnung gehen, würden wir hinkommen. Ich denke nicht, dass sie es verschoben hätten. Ich bin mir relativ sicher, dass sie wirklich zumindest das ganze Ding um den Monat verschieben, weil sich sonst einfach nicht rentiert hätte oder dann hätten sie sonst sagen können, okay, vielleicht kriegen wir es sonst nur irgendwie reingequetscht. Deswegen schätze ich eher, dass wir Ende November landen werden, beziehungsweise vielleicht sogar Anfang Dezember. Jetzt gibt es hier viele Faktoren, die man einberechnen muss. Da gibt es einige Leute, die dann meinen, okay, Blizzard hat noch nie einen Add-on so released, dass dann der Release oder der Raid-Start. Der Raid-Start war ja bis jetzt immer 3 Wochen später. Für Shadowlands haben sie, glaube ich, angekündigt, dass sie 2 Wochen nach Release quasi schon die Raid starten wollen. Also da auch nochmal eine kürzere Zeit, dass die nicht in verschiedene Feiertage reinfallen. Unter anderem in die Weihnachtsfeiertage wollen sie nicht, dass sie reinfallen, beziehungsweise Thanksgiving, was ja in den USA, wo Blizzard ja hauptsächlich unterwegs ist, re ein relativ großes Thema ist. Und da hat Blizzard eigentlich seit jeher vermieden, dass die großen Patches bzw. Raid Releases reinfallen. Einfach deswegen, weil am Anfang, wenn sowas natürlich startet, merkst du natürlich am schnellsten, obwohl man viel Arbeit auf dem PTR oder auf dem Beta-Server hatte, wo Bugs, wo Fehler sind und die müssen gefixt werden. Und da brauchst du natürlich Personal, die das in dieser heißen Zeit quasi, in dieser heißen Phase, das Ganze betreuen. Und wenn du natürlich in den Feiertagen die Geschichten hast, da hast du natürlich nur eine Notbesetzung da, ne? Wie es bei den meisten Unternehmen ist, weil die meisten wollen dann halt Feiertage hier, ne? Ich nicht im Büro und so. Und dementsprechend vermeiden die das. Deswegen ist da viel Spekulation, okay, da und da können sie es nicht machen, weil wenn man da und da 2, 3 Wochen rechnet, dann sind die und die Feiertage. Also da gibt es viel Spekulation und ich möchte mich an der Spekulation beteiligen. Aber möchte, jetzt machen wir das mal auch nochmal groß, so ein bisschen mit überlegen, okay, wann könnte es denn sein? Also ich persönlich denke, dass es nicht 2 Wochen verschieben, das hätten sie nicht gemacht. Also da ist zu wenig Benefit dahinter, würde ich behaupten. Also schätze ich mal nicht, dass es wirklich hier dann am 10., was hat er gesagt, genau am 10. rauskommt. Ich denke, wir sind eher mindestens der 17., vielleicht 24. oder sogar am Anfang Dezember, ja, dass wir sind. Was ich da als Referenz nehmen möchte, sie haben nämlich schon mal, also kurz vor Weihnachten ist jetzt übertrieben, aber zumindest im Dezember, ein Add-ons released. Und zwar haben wir alleine hier Burning Crusade. Nee, wo war es? Das war nicht Burning Crusade. Jetzt muss ich nochmal gucken. Was ist im Dezember gekommen? Ah ja, genau. Cataclysm war im Dezember. Genau. Hier haben wir nämlich eine ähnliche Geschichte. Wir haben am 12. Oktober, ne, haben wir den Pre-Patch released und das Add-on ist dann am 7. Dezember gekommen. Und das ist eine ähnliche Sache, wie wir es jetzt haben. Wir haben nämlich am zufällig, gut, der 13., das ist ein Tag später, haben wir das Add-on, ne? Also es ist wirklich nur ein Tag der Pre-Patch, so rum, Entschuldigung, den Pre-Patch, ein Tag später und dann 2 Monate am 7. ist es dann in dem Fall das Add-on-Release gehabt. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es ähnlich nochmal laufen könnte. Sie werden wahrscheinlich den Pre-Patch relativ lang ziehen, einfach um jetzt noch die Chance haben, die ganzen Sachen zu fixen. Wie gesagt, wenn nur noch wenige Sachen in 2 Wochen gemacht werden hätten können, dann hätten sie es nicht verschoben. Deswegen glaube ich, dass sie jetzt wirklich das Ding rausziehen bis zum 7. Dann kriegen sie die Thanksgiving-Zeit auch nochmal rum. Das müsste ja dann hier sein, genau. Pilgerfreunde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wann wirklich Thanksgiving in den USA sind. Da bin ich ehrlich gesagt raus, aber die Feiertage in WoW sind zumindest vorbei. Das nehme ich jetzt auch mal als Anhaltspunkt. Und dann wäre man relativ kurz nach Thanksgiving, aber noch vor den Christmas oder Weihnachtsfeiertagen, ne? Wenn man dann sagt, okay, sie hauen dann 2 Wochen später das Ding raus, dann wäre es so ganz haarscharf davor. So könnten sie es machen. Oder sie releasen dann erst im neuen Jahr die Raids und schieben das ein bisschen weiter nach hinten. Mich würde interessieren, was ihr für eine Meinung habt, was ihr denkt, in welche Richtung das Ganze geht.
Und ein kleines Ding habe ich noch vergessen zu sagen, weil ich da jetzt nicht ein extra Video für machen will. Blizzard hat sich Gott sei Dank dazu entschieden, dass sie den Buff verlängern. Gott sei Dank nicht, weil ich den irgendwie brauchen würde. Ich brauche nichts mehr aufs BFA. Ich habe mir die ganzen Paragon-Kisten gefarmt, bevor der erste Buff rein ist. Was mich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, das ärgert mich, aber hätte ich das vorher gewusst, ne, wie man das so immer, dann hätte ich das natürlich da gefarmt. 100% ist easy. Ja? Aber einige bei mir im Stream haben sich aufgeregt. Jetzt verschieben sie das Addon und der Buff ist weg. Der war am 30. weg und jetzt nach dem Statement haben sie den Buff wieder eingeführt. Und da muss ich auch sagen, da hat Blizzard einigen den Wind aus den Segeln genommen, die rumgeheult haben, weil sie haben eigentlich, muss ich sagen, das Richtige gemacht. Buff wieder rein, das ist kein großer Aufwand für sie. Und so als kleine Entschuldigung, okay, wir haben es jetzt hier mit dem Addon nicht ganz hingekriegt, kriegt der zumindest euren Buff zurück. Finde ich eine feine Sache, dass sie das gemacht haben. Ist nichts Großes. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie der Pre-Patch wird. Mal gucken, wie er langer läuft. Wie gesagt, ich glaube persönlich, der Pre-Patch wird länger laufen, als einige meinen. Und ich hoffe, dass Blizzard ihr Zeug hinkriegt, dass Shadowlands ein cooles Addon wird. Und lieber bringen sie es im Dezember raus und das Ding wird Bombe, als dass sie es zu früh raushauen und das dann eher mittelmäßig wird. Solltet ihr gegenteiliger Meinung sein mit dem Release-Datum, alles kein Problem, schreibt es mir gerne in die Kommentare, begründet es gerne. Würde mich interessieren, wie ihr es seht. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euch, bis dann. Ciao.